Wann hatten wir den echt F1 150? Im Februar. Im April musst du es auch so lassen. Hallöchen, ihr Lieben. Gute. Da sind wir wieder. Live aus Austin. Ja. Heute wieder mit einem super Special von uns. Super Special. Das heutige Thema ist Autokauf. Autokauf. Wir haben euch versprochen, dass wir immer mal wieder Special-Video über die Sachen drehen, die in unserem Vlog passiert sind. Ihr wisst ja, unser Auswanderer-Vlog. Falls ihr es noch nicht wisst, hier ist der Link von der Playlist. Ihr habt uns so viel gefragt. Wie habt ihr es eigentlich geschafft, ein Auto zu finanzieren ohne Credit Score? Was hat es gekostet? Warum dieses Auto? Wie viel hat es gekostet? Warum kein anderes? Es waren so viele Fragen von euch, aber hauptsächlich natürlich die Frage über den Kredit ohne Credit Score. Ja, da haben wir uns gedacht, heute ist das der perfekte Moment, euch das Ganze auch mal zu erzählen. Genau. Wir werden euch den Autopreis nennen, ganz transparent, den Zinssatz, Rate, alles Mögliche. Wir legen alle Zahlen auf den Tisch, alle Fragen, die gestellt wurden, die werden wir alle ansprechen heute. Ganz wichtig, wartet noch bis zum Schluss. Da haben wir noch ein paar Tipps, wie wir es geschafft haben, eine Finanzierung zu bekommen ohne Credit Score. Genau. Also bleibt dran. Wir werden euch erzählen, wie wir das gemacht haben. Ob das für alle klappt, wissen wir nicht. Aber wir werden euch erzählen, was wir gemacht haben. Wie es für uns geklappt hat. Ja, ich würde sagen, bleibt dran. Wie gesagt, am Ende reden wir über den Kredit ohne Credit Score. Ich würde sagen, wir starten. Legen wir los. Ja. Gute. Hallöchen, ihr Lieben. Da sind wir. Wir sind Mirella. Und Mike. Und wir sind endlich nach Amerika ausgewandert. Und wohin genau? Nach Austin. Oh. Austin. Folgt uns auf unserer Reise durch Amerika, denn es wird spannend. Falls ihr Fragen habt, Kommentare. Folgt uns. Folgt uns. Und bevor wir mit dem Video starten, wollen wir uns aber auch ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für all die Nachrichten und Glückwünsche zum neuen Auto. Ich muss sagen, also ich war zwischendurch auch ein bisschen gerührt immer mal wieder. Ja, das war wirklich vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch für euren ganzen Support die ganze Zeit. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Ja, die Geschichte des Autos fängt einfach mal ganz am Anfang an. Beim Autoverkauf? Beim Autoverkauf. Wir haben unser Auto in Deutschland verkauft, unseren Polo. Diejenigen von euch, die unsere Auswanderergeschichte verfolgt haben, können sich noch dran erinnern. Ist eigentlich gar nicht so lange her, merke ich gerade. Wir haben den Polo damals für 14.000 Euro verkauft. Es war die Zeit, in der Gebrauchtwagenpreise sehr, sehr, sehr gestiegen sind. Gingen durch die Decke, durch Corona, richtig, die ganzen Lieferketten und alles. Die ganzen Preise sind in die Höhe geschossen, gerade für Gebrauchtwagen, weil die ganzen Neuwagen einfach nicht mehr vorrätig waren. Bei uns war das sogar so, dass wir die damalige Finanzierung für 10.000 Euro entsprechend abgelöst haben. Wir haben das Auto dann noch 2 Jahre gefahren und letztlich dann bei den Gebrauchtwagenpreisen für 14.000 Euro verkaufen können. Ja, also, das war eine sehr positive Überraschung. Das war ein super Deal für uns. Ja. Was wir aber dann gesagt haben, okay, gut, mit dem Geld vom Polo werden wir dann losgehen und in Amerika versuchen, ein Auto zu kaufen. Wir haben es aufgerundet auf 15.000. Also haben wir gesagt, okay, wir nehmen 15.000. Das steht fest und das stecken wir ins Auto. Ja. Unser erster Gedanke, wir haben geahnt, dass wir keinen Kredit bekommen werden, weil wir keinen Credit Score haben, wir sind unbekannt. Da haben wir gedacht, okay, ein gutes Auto wird definitiv nicht drin sein. Also unser erster Impuls war eigentlich, lass uns eine Huddle kaufen, wie fast eigentlich jeder Auswanderer, der nach Amerika kommt. Richtig, einfach irgendein Auto, was ein bisschen älter ist, was einfach ein bisschen mehr gefahren hat, was uns einfach ein Jahr hält. Bis wir es schaffen, einen Credit Score aufzubauen und zu gucken, wie ist der Markt hier, richtig, und alles Mögliche. Der Preis war so, wir haben gesagt, okay, an die 5.000 Euro würden wir investieren darin. Wenn die 5.000 Euro nach einem Jahr weg sind, dann sind sie halt weg. Jo, und dann war der Blick in den Online-Portalen und Autoportalen. Ja, für 5.000 Euro gibt es nämlich keinen Gebrauchtwagen in Amerika. Es gibt es schon. Gibt es ja. Müsste man schrauben können. Man müsste irgendwie selber irgendwie ein Auto zusammenbauen können. Wir sind beide, was das angeht, völlig unerfahren. Richtig. Das war unsere Voraussetzung eigentlich, dass uns das Auto nicht stehen lässt. Dass wir das Auto auch dieses Jahr auch irgendwie fahren können. Wie gesagt, wir sind keine Schrauber. Ich schraube nicht. Das Auto muss einfach da sein. Es ich muss fahren. Ich schraube auch nicht. Fertig. Nach dem ersten Blick haben wir gemerkt, okay, 5.000 Euro werden definitiv nicht reichen. Und haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir die 15.000 komplett vom Polo und investieren sie. Und wir haben gesagt, fahren wir einfach mal zu den Autohäusern und schauen uns die ganze Sache einfach mal an, wie es da vor Ort aussieht. Ja, nur mal so als Randnotiz, von Privaten wollten wir nicht kaufen. Das hat einfach den simplen Grund, wir kennen den Markt nicht. Wir haben hier kein Gefühl dafür, wer ist ein Betrüger, wer ist kein Betrüger, wen kann man vertrauen. Es ist immer in einem neuen Land so, du weißt nicht, welche Leute wie sind. Und davon abgesehen, nochmal das Thema, wir kennen uns mit Autos überhaupt nicht aus, mechanisch, technisch.
also so vom Null. Gar nicht. Also man kann uns halt einfach ein Auto hinstellen und wenn es 5 Minuten fährt, sagen wir, ja, nimm ich. Ja? Genau, richtig. Wir wissen nicht, welche Tests wir machen würden. Und wenn man zum Autohaus geht und da hat man schon noch ein bisschen eine Garantie. Also auch hier in Amerika gibt es eine kleine, kurze Garantie auf verkaufte Autos. Die stehen auch mit ihrem Namen am Ende dann ein bisschen da. Genau. Die Trustability ist einfach da ein bisschen richtig. Höher für uns. Und davon abgesehen muss ich sagen, 15.000 Euro in Cash privat irgendwo mitzubringen in Amerika, wie gesagt, wo man die Gegend nicht kennt und die Leute nicht kennt, ja, da haben wir einfach gesagt, nee, das Risiko gehen wir. Genau, also Autohaus war da für uns das Kriterium, dass wir da irgendwie schauen. Genau. Ja, dann sind wir zum Autohaus gegangen und auch bei den Autohäusern, beziehungsweise auch online, hat sich gezeigt, auch für 15.000 kriegt man nichts. Sah also, mau aus. Also was heißt mau aus? Es war eigentlich gar nichts da. Ja. Die ganzen Händler haben gesagt, das können sie vergessen. Ja. Also unter 10.000 können sie sowieso vergessen. 15.000 haben wir immer mal wieder so eine Huddel da. Ja, aber wirklich Huddel, wirklich. Also das, wirklich, auch ein Auto klein, mickrig. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich kann euch mal sagen, was man für 15.000 Dollar hier in Amerika an Autos bekommen würde. Es wäre zum Beispiel ein Chevy Spark. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein ganz, ganz kleines Auto, womit ich jetzt ungern auf den Straßen von Texas rumfahren würde. Jo. Mit 120.000 Kilometer an Bord. Ja. Also auch da wieder lange gefahren. Ich meine, man muss schon sagen, okay, die Autos hier mit den längeren Kilometern, gerade die Toyota, Hyundai, die Toyotas halten länger. Die halten hier sehr, sehr lange, da ist man eigentlich meistens ganz gut, aber... Aber trotzdem, bei 120.000 Kilometer irgendwann sagt ciao und adios für 15.000. Das nächste Auto wäre ein Nissan Versa. Das ist auch ein kleines Auto, also ein Kompaktwagen mit 100.000 Kilometer an Bord. Genau dasselbe. Man weiß ja, es kann jederzeit was passieren. Oder dann, wir sind extra zu Toyota gegangen, weil wir auch erfahren haben, dass die Toyotas sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig sind. Ja, vor allem in Amerika. Vor allem in Amerika. Ja. Also die sind sehr, die halten sehr lange und fahren sehr viele Kilometer ein. Für 15.000 Dollar hätte man Toyota Corolla mit jetzt, haltet euch fest, 200.000 Kilometer an Bord gekriegt. Richtig, ja. Dazu braucht man nichts mehr sagen. Also ich meine, davon abgesehen, wie die Autos von innen aussehen, wenn sie 200.000 Kilometer gefahren sind. Aber auch, ich meine, die sind 200.000 Kilometer gefahren. Natürlich wird man schneller als es einem lieb ist, Geld reinstecken. Und das Ganze für 15.000 Euro, da haben wir uns dann auch gedacht, nee, irgendwie ist es uns das nicht wert. Nee, wir haben einen extrem guten Polo verkauft. Ja. Der Polo, das war kein normaler Polo, das war so ein High-End ausgestatteter Polo, sage ich mal. Der hatte alles drinne, also der war... Bewaffnet, wirklich bis auf die Zähne. War auch ein Vorführwagen, komplett neu in dem Sinne. Ja. Und wir waren super glücklich, hat uns nicht stehen gelassen. Ja. Für die Stadtverhältnisse in Frankfurt war das ideal. Unser ursprünglicher Wunsch war eigentlich ein Ford Ranger. Ja. Aber in Frankfurt sind die Straßen so eng und die Parkplätze so witzig klein, dass ein Ford Ranger einfach nur... Ja, da braucht man, glaube ich, eine Stunde, zwei Stunden Parkplatz zu suchen. Ja. Oder man bezahlt einen Parkplatz für 150 bis 200 Euro. Richtig. Also in Frankfurt zählt, umso kleiner das Auto, umso besser. Jetzt kommt die Regierung, fängt auch an, Parkplätze tatsächlich wegzumachen und Fahrradstellplätze hinzustellen. Also die Bewohner werden ersticken. Mit ganze Spuren werden zurück... ganze Spuren werden gestrichen, da sind dann Fahrradwege nur noch. Die Bewohner wissen gar nicht mehr. Also es ist uns auch schon mal passiert, dass wir eine halbe Stunde nach einem Parkplatz gesucht haben in unserer Wohngegend. Man darf auch nicht überall parken. Deswegen war der Polo das ideale Auto eigentlich. Hätte es auch fast schon zu groß. Ja. Fast schon zu groß, genau. Aber hier in Amerika wollten wir halt auch kein kleines Auto. Ja? Das kam für uns nicht in Frage, weil ich persönlich habe keine Lust, irgendwie Angst zu haben, jedes Mal, wenn irgend so ein Truck an mir vorbeifährt oder einer hinten, dass ich da so wie, keine Ahnung, wie in so einem Trabi so Hilfe. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, ein größeres Auto haben wir uns sowieso schon immer gewünscht. Haben wir es gewünscht. Ein größeres Auto sollte es sein und deswegen haben wir es geschaut. Sollten wir auch mal einfach nach einem größeren Auto schauen. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann stoppen wir auf 20.000. Man muss dazu sagen, wenn man auswandert, hat man eine gewisse Menge an Geld zur Verfügung. Für alles. Klar, ich meine, wir hätten uns genauso gut die 15.000 Euro sparen können, eine direkte Finanzierung und dann hier Möbel dafür kaufen können oder so etwas. Ja. Man muss immer überlegen, wie verteile ich was auf was. Ja, weil man braucht alles auf einmal. Man braucht das Auto, man braucht das Bett, man braucht das Sofa. Den Container muss man bezahlt haben, ist ja klar. Der Grill, ganz wichtig. Wenn man sagt, okay, man hat eine Summe, man könnte das Geld ausgeben, aber dann bleibt weniger für ein Sofa oder für einen Fernseher oder für wichtige Sachen. Und deswegen haben wir gesagt, 20 mehr nicht. Bei 20 haben wir geschaut, da hätten wir tatsächlich einen Corolla bekommen.
kein großes Auto, aber ein Toyota. Das hatte so 30.000 Meilen oder so. Genau, ja. Die 30.000 Meilen an Bord. Also das sind ca. 48.000 Kilometer und ein Jahr alt. Das hätten wir schon bekommen für 20.000. Okay, könnten wir machen. Aber ein neuer Corolla ist irgendwo bei 30.000, 34.000 oder so. Das heißt, ich gebe für einen Corolla mit 50.000 Kilometer an Bord gerade mal so ein paar Tauis weniger aus. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und man hat am Ende auch nur ein Toyota Corolla. Ja. Da war wirklich der Punkt, schrauben wir das Geld immer weiter höher, kriegen dann natürlich ein bisschen mehr Auto, aber immer noch nicht ganz so zufriedenstellend. Nicht ganz zufriedenstellend. Also es war irgendwie, es hat sich irgendwie aussichtslos auch angefühlt. Richtig, ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir und fragen einfach nach Krediten, wie sieht es aus für Ausländer. Und dann waren wir bei Toyota zum Beispiel, also wir waren in vielen Autohäusern. Bei Toyota zum Beispiel wurde uns gesagt, Ausländer ohne Credit Score oder Leute mit sehr schlechten Credit Score gibt es auch, kriegen einen Kredit, definitiv. Aber der Zinssatz ist, und jetzt haltet euch bitte wieder fest, zwischen 19% und 22%. 19% und 22%. Das ist natürlich lebensmüde. Ja, das ist zum Thema Zinssätze muss man sagen, hier in Amerika sind die Zinsen irgendwo bei momentan 6,5, 7 so also, im Schnitt. Und die Idee war dann vom Toyota-Autohändler war dann entsprechend zu sagen, okay, wir nehmen dir erstmal diesen Kredit, diesen teuren Kredit, halten das erstmal, bis wir eine Credit Score haben, sodass wir dann eine Neufinanzierung machen können und das einfach runterschrauben. Dass wir dann, wenn wir eine Credit Score haben, eine gute, einfach einen besseren Zinssatz bekommen. Und dann nicht diese horrenden Zinsen. Richtig. Aber trotzdem, wenn man berechnet, was man dann bezahlt für ein 20.000 Euro Auto, vielleicht trage ich es hier mal ein, finanziert mit 22% Zinsen, das ist fast ein Viertel geht dann wirklich nur direkt an die Bank. Ja, was wir dann gemacht haben, wir sind zu allen Autohäusern gegangen, die Autos haben, die uns interessieren, sprich Ford, Toyota und VW. Ja. Und haben einfach alles angefragt, also von bis finanziell und haben dann aber auch Leasing und auch Kredite angefragt, genau. Einfach zu gucken, was die sagen. Weil wir haben es damals schon bei VW erlebt, bei denen haben wir den günstigsten Kredit bekommen und deswegen haben wir uns dann für VW entschieden im Endeffekt. Ja, man muss einfach mal auf das Preis-Leistungs-Verhältnis am Monatsende schauen, was bezahle ich und wie viel Auto kriege ich. Wir haben uns bei VW Onion Creek heißt es, glaube ich, diesen Toyota Tacoma angeschaut, den ihr gesehen habt im Vlog. Und der hatte ca. 8.700 Miles. Das sind so an die 14.000 Kilometer drauf. Also das war ein gutes Auto, ein Jahr alt. Und es hat an die $46.000 gekostet. Der sah mir aber tatsächlich so aus, als wenn er mehr Kilometer drauf hatte. Ja, die da irgendwie rumgeschaut der war schon ein bisschen so abgetragen. Und generell hat er uns nicht gefallen. Ja. Also wir sind den Probe gefahren. Der hat uns gar nicht gefallen, auch vom Fahrverhalten her. Ja. Also gar nicht, auch optisch nicht so wirklich. Es war nicht so das Auto für 46.000 Euro. Für uns, nicht unser Auto. Und dann haben wir gesagt, gut, dann schauen wir mal bei Ford. Wir dachten, wir kaufen uns einen Truck. Wir haben uns ja auch einen Truck gewünscht die ganze Zeit. Ach, vom Truck bis alle anderen Autos. Ja, was ist finanziell bei uns drin? Und so sind wir dann zu Truck City Ford gelandet. Mike Johnson. Genau. Die hatten extrem viel Angebot. Ja. Die hatten ja diesen F-150. Die hatten viele F-150. Ja. Die hatten, glaube ich, auch den Ford Escape. Den sind wir, glaube ich, auch gefahren. Den Ford Escape. Der kam auch in Frage. Der ist ein bisschen günstiger als der Explorer. Ja, das heißt, wir haben alle Modelle einfach mal durch. Mal geschaut, was haben die für Modelle. Und auch gleichzeitig parallel nach Finanzierungen geschaut. Ja, und zum Thema Truck. Es gab eigentlich zwei große Gründe, die dann im Endeffekt doch dagegen gesprochen haben. Und das ist uns aufgefallen, während wir mit dem Jeep unterwegs waren, den wir gemietet hatten. Richtig. Dass wir gemerkt haben, wenn wir Einkäufe machen, das normale Leben, nicht das Touristenleben, dass man sie nirgendwo anders hin tun kann, außer hinten auf dem Rücksitz. Viel Ladefläche. Wir hatten uns Stühle gekauft, die haben wir dann extra vorne reingequetscht, anstatt hinten auf die Ladefläche. Und das ist halt dann... Weil du sie nicht dreckig kriegen willst. Ja. Das haben wir gemerkt. Das ist so ein bisschen nachteilig. Außerdem kann man nicht erst zum Home Depot einkaufen gehen und dann zu dann und dann zu dann, weil man muss alles von der Ladefläche muss man alles befreien. Sonst ist es wahrscheinlich weg. Wir haben es nicht probiert. Es ist uns nichts verschwunden. Aber ja, wenn wir uns ein Haus bauen, dann brauchen wir einen. Aber jetzt momentan noch nicht. Der zweite Grund war tatsächlich auch finanziell. Also die Trucks sind schon etwas teurer. Ja, nicht viel jetzt gegenüber das Auto, was wir uns geholt haben, den Explorer. Genau. Aber schon, dann ist das nochmal einfach die nächste Stufe. Und wir haben uns gedacht, jetzt gerade am Anfang wäre das dann ein Schritt dann doch zu viel. Wir haben uns in Austin damals, wann hatten wir den F-150? Im April. Das war ein Ford F-150 Lariat. Ja, das war eine super Luxusausstattung. Das war schon beeindruckt einen natürlich. Das war schon richtig genial. Ja. Und wenn man diese Ausstattung haben möchte, dann wird man richtig viel Geld geben. Also es war für uns wirklich da der Punkt, was kaufen wir uns für ein Auto. Natürlich konnten wir das noch justieren, aber... Ja, und es hing auch extrem stark davon ab, welche Raten oder wie die uns das anbieten können. Genau. Am Ende stand immer noch die Variante im Raum, dass wir uns für 20.000 irgendein Toyota kaufen und sagen, okay, gut, halt sauren Apfel beißen, fertig. Das ist halt so. Aber
das kam anders. Wir sind dann glücklicherweise bei Truck City Ford gelandet. Die Leute da sind übrigens so unglaublich nett. Ich weiß nicht, ob sie überall so sind. Wir waren ja überall, die waren nett, aber nur die haben wir mitbekommen im Kaufprozess. Sie sind sehr, sehr stark auf unsere Bedürfnisse eingegangen und ja, auf die Voraussetzungen. Die waren sehr geduldig. Wir haben das über mehrere Tage auch gezogen. Weil wir auch so unsichere Kunden waren. Also ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, weil wir ständig gesagt haben, und was, wenn wir noch einen Escape holen? Was, wenn wir doch einen Explorer holen? Was, wenn wir doch einen Truck holen? Ja, die haben richtig, mit uns richtig. Also wir kamen da nicht mit klaren Vorstellungen. Ja. Das ist halt beim Auto, für einen Autohändler natürlich eine Katastrophe. Ja, ja. Die waren so lieb zu uns, so nett zu uns und haben uns geholfen. Und wir sind offen mit der Sache umgegangen, mit der Tatsache, dass wir kein Credit Score haben. Und wir haben gefragt, was können wir machen? Können wir Leasing machen? Können wir finanzieren oder können wir bar kaufen? Bar kaufen, wir haben denen direkt gesagt, wir haben nur 15.000 zur Verfügung. Es ist, wie es ist. Ja. Lass uns gucken, was wir damit machen können. Dann haben sie mit der Ford Bank tatsächlich telefoniert. Also die haben gesagt, es kommt nur die Ford Bank in Frage, weil nur mit denen können sie direkt auf direkte Weise reden. Ja. Und haben gefragt, ob wir Einkommensnachweise haben. Es stand im Raum, dass wir die Anzahlung haben von 15.000. Das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Und jetzt haben sie gefragt, ob wir Einkommen nachweisen konnten. Und das konnten wir dann. Die Voraussetzungen fürs Einkommen bzw. für die Einkommensgrenze, die waren ja da. Wir hatten nur keinen Credit Score. Das war der Ford Bank dann entsprechend egal. Anscheinend gut genug. Und er hat tatsächlich aber auch für uns telefoniert. Also er hat schon länger telefoniert für uns. Das war der Manager, nicht der Autohändler selber, sondern der Manager hat sich da eingemischt. Nachdem wir hin und her und keine Ahnung, letzten Endes, ihr habt ja die Geschichte gesehen, ja, die Autos sind verschwunden, dann gab es nur noch das, haben wir unser Auto gewonnen und die haben uns ein tolles Angebot gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Wir waren zufrieden. Das war schon top, ja. Wir haben natürlich auch nochmal gehandelt. Das heißt, wir haben das ganze Ding an den Preis auch nochmal gedrückt. Asozial. Man geht 17 Mal hin und man weiß nicht, was man kaufen möchte, aber dann sagt man noch den Preis. Richtig. Ja. Und das Angebot, mit dem er uns dann kam, mit den monatlichen Kosten und auch mit der Anzahlung von 15.000 Euro, das fanden wir dann einfach optimal. Das fanden wir gut. Das fanden wir gut. Und damit stand auch die Tatsache fest, dass wir finanzieren können. Genau. Das war für uns auch sehr, sehr wichtig, weil Finanzierung, Kredit haben in Amerika heißt, man tut auch noch was für seine Credit Score. Man baut auch noch Credit Score auf. Zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen, deswegen haben wir gedacht, okay, gehen wir dann diesen Weg und machen das dann da. Also stand für uns fest, wir kaufen hier, wir müssen uns jetzt nur noch ein Auto aussuchen. Dann mussten wir nur noch entscheiden, welches Auto wir kaufen. Welches, genau. Wir sind unseren Explorer gefahren. Das war die erste Probefahrt, die wir gemacht haben. Dann sind wir die Trucks-Probe gefahren. Natürlich. Natürlich. Die Trucks. Und dann sind wir auch den Ford Edge-Probe gefahren, weil der war günstiger. Der finde ich also ein paar... Kam auch in Frage, aber... Ich habe den Edge überhaupt nicht gemocht. Nee, du mochtest den gar nicht. Du mochtest ihn, okay. Ja, ich war halt... Ich meine, wir sind mit einer Huddel-Voraussetzung hingegangen, das war okay. Aber am Ende der Explorer, der hat uns umgehauen. Ich habe mich direkt drin verliebt. Das ist der SUV auf dem Truck-Chassis, perfekt. Der ist groß, der ist geräumig, wir wollten schon immer ein großes Auto. Und wie gesagt, wir haben uns, vielleicht war das auch ein unfairer Vergleich, Edge versus Explorer, aber wir haben uns einfach so dermaßen in diesen Explorer verliebt. Der Truck, wie gesagt, der Truck kommt eines Tages, wenn wir uns ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Ja, und so sind wir dann zu unserem Auto gekommen. So sind wir zu unserem Auto gekommen. Legen wir mal ein paar Zahlen und Fakten und Daten auf den Tisch. Knallen die auf den Tisch, ja. Ja, was haltet ihr davon? Also, der Explorer, den wir geholt haben, war ausgeschrieben für $78.500 ohne Steuer. Also hier wird immer alles ohne Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer aufgeschrieben. Genau, wichtig zu wissen. Wir haben ihn noch runterverhandelt. $2.500 haben wir verhandeln können. Yay! Also ich weiß nicht, ob wir gute Verhandler sind. Ich glaube nicht. Aber naja, egal. Uns war wichtig, dass wir eine Finanzierung bekommen. Dass wir waren dann so frech, haben dann nochmal ein bisschen runtergehandelt und haben es natürlich auch hinbekommen. Ja, wahrscheinlich hätte man auch mehr bekommen, wer weiß. Aber mein Papa sagt immer, du hättest bestimmt mehr bekommen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir es gekriegt haben. Damit war der Explorer dann bei $46.000. Ohne Steuern natürlich und ohne Gebühren. Die ganzen Gebühren dazu, die ganzen also Steuern, Immatrikulationsgebühren, Kennzeichen, was auch immer. Ihr wisst ja, beim Händler zahlt man einen Haufen Überführungsgebühren. Auch immer noch zahlen, waren insgesamt $3.285. Und wir haben auf dem Auto noch ein Sicherheitssystem, das direkt mit der Polizei verbunden ist. Falls das Auto geklaut wird, kann die Polizei Kontrolle drüber ergreifen sozusagen. Das Auto stoppt sofort und niemand kann unser Auto klauen. Ja. Dieses System hat auch noch $699 gekostet. Und wir haben uns zusätzlich für ein Care-Paket, gibt es auch in Deutschland, Inspektion Garantie. Plus Garantieverlängerung. Ja. Also wie gesagt, es war halt ein Vorführwagen, das heißt die ganze Neukaufsgarantie gab es dann entsprechend nicht mehr so. Nicht mehr komplett. Nicht mehr komplett. Und das heißt, wir haben uns für ein Paket entschieden, sodass wir über mehrere Jahre dann entsprechend abgedeckt. Deswegen, wir sind keine Schrauber. Wir wollen keine Probleme mit diesem Auto. Wir sind in einem fremden Land. Ja, also man muss dazu sagen, wir haben uns dafür, in Deutschland waren wir dagegen, haben das auch nie gemacht. Da sind wir auch. Aber in Deutschland kann man es auch einschätzen. Man kann die Autohäuser einschätzen, man kann die Kosten für eine Inspektion einschätzen. All diese Kosten, die auf einen zukommen, die kann man einschätzen. Hier in Amerika sind wir komplett, also ich wüsste nicht, was eine Inspektion kostet. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir es sowieso schon mitfinanzieren,
finanzieren, dann können wir das machen für das erste Auto, lernen halt den Markt kennen und alles, wie viel kostet das, hat sich für uns gelohnt, hat sich nicht gelohnt. Davon abgesehen sagt man ja, dass amerikanische Autos nicht ganz so gut gemacht sind und deswegen ist man als Deutscher so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube nicht, naja. Wir selber hatten auch selbst noch nie einen Ford, das heißt, wir wollten da auch, wissen auch nicht so genau, wie ist der Ford. Und ich fand auch das Angebot für dieses Paket auch ganz gut, ganz in Ordnung. Richtig, das war insgesamt, wir haben insgesamt $3,275 bezahlt. Und was ist damit abgedeckt? Damit sind abgedeckt für 8-mal Inspektion haben wir $945 bezahlt und dann 6 Jahre Garantieverlängerung für die restlichen $2,330. Ja. Also er hat uns mal einzeln alles runtergerattert, was damit drin ist. Alles. Das ist wirklich alles abgedeckt. Also wir haben wirklich nochmal ins Detail geschaut. Das war, wenn irgendwas am Auto ist, ist alles abgedeckt. Ja. Richtig. Und natürlich kann immer mal wieder was passieren, was nicht abgedeckt ist, aber das ist eine andere Sache. Das heißt, wir haben dafür, für dieses ganze Komplettpaket, dann einfach unsere Ruhe. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal machen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Aber das werden wir sehen. Fange ich dann zu schrauben. Haben wir vergessen zu erwähnen, bei der Garantie- und Inspektionspaket, was wir dazu gekauft haben, das ist jederzeit kündbar. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen das nicht mehr, das Auto ist super, alles toll, wir möchten es gerne kündigen, kriegen wir dann unser Restgeld zurück. So, und insgesamt damit, also Auto, Garantiepaket, Gebühren, Taxes und alles mögliche, hat das Auto $53,259 gekostet. Du hast mal aufgesucht in Deutschland? In Deutschland, weil ich kannte den ehrlich gesagt noch gar nicht, deswegen habe ich mal geschaut und ich musste natürlich suchen. Es gibt in Deutschland den nur als Hybrid angeboten aktuell, also den 2023er Jahrgang, der so wie unser Jahrgang ist. Mhm. Und der war ganze €87,000. Ja, und das sind Euro, nicht Dollar. Also €87,000 und gebraucht ungefähr so wie unserer, haben wir auch einen einzigen gefunden, der wäre bei €70,000. Genau, also 69.000 genauer gesagt. Da sind $55,000 schon ein Unterschied, muss man sagen. Ein beträchtlicher Unterschied. Und da hast du noch keine Pakete dabei, diese ganzen Überführungsgebühren. Achso, ja, stimmt, und die ganzen Äpfel mit Birnen. Ja, richtig, aber im Grunde genommen nur mal, dass man ein Verhältnis hat. Ja. Das ist schon ein Unterschied, bei dem ich gedacht habe, wie viel Auto kriegt man denn hier in Amerika? Also wir hätten das Auto ohne diese Garantieverlängerung und den ganzen Sachen, aber inklusive Tax und Gebühren, für $49,000 bekommen. Dasselbe Auto in Deutschland kostet dann €69,000. Also das so zum Vergleich. Wir waren glücklich mit dem Angebot. Wir haben es auch wieder gecheckt auf Carfax. Ja, da kann man auch, also Carfax hat neuerdings auch so eine Preiseinschätzung, ob das in Ordnung ist. Ein tolles System. Ich frage mich eigentlich, dass es sowas nicht in Deutschland gibt. Also verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich Datenschutz oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls zum Carfax, weil viele Nachrichten kamen auch zu Carfax. Es ist tatsächlich so, dass es nicht gratis ist, aber wenn man ein Auto vom Autohaus kauft, hat man tatsächlich Zugriff darauf für 3 Monate oder 6 Monate oder so auf die Carfax-Informationen. Ja. Zum Auto. Wir haben total vergessen... Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Auto übrigens, hier ein Video, der Link... Die Details dazu. Nur kurz gefasst, es ist ein 2023er Explorer. Das Auto war ca. 4 Monate alt, als wir es geholt haben. Hatte 3.500 Meilen an Bord. Das sind so an die 5.000 Kilometer. Und es hat alles. Es war im Vorführwagen. Bewaffnet bis über die Ohren. Also das war uns halt wichtig. Ich meine, wir sind Ingenieure für künstliche Intelligenz. Wir haben Siri, wir nutzen alles immer als erstes. Bloß beim Auto waren wir immer hinterher mit unserem Polo, weil er die ganze Zeit nichts hatte. Er hatte das meiste, was er konnte. Ja. Das heißt, da ist jetzt alles drin. Gut, es ist kein Tesla, es fährt noch nicht alleine. Aber der Rest ist alles drin. Ja, ja, und das richtig. War für uns der wichtig. Der kann schon viel, ja, richtig. Und generell auch von der Optik her, also die eher teureren Alufelgen und sowas, ist halt wie die statten immer Vorführwagen eben so aus, dass man richtig oha sagt. Das stimmt, die werden damit und uns haben und sie dann damit auch ausgestattet, genau. 300 PS. Ist nicht zimperlich. Ist nicht zimperlich. Der fährt sich toll. Wir haben ihn jetzt ein halbes Jahr und... Wir sind immer noch sehr, sehr zufrieden. Geht ab wie Schmitzkatze. Wunderbar. Ach so, ja. Und ich wollte euch zum Verbrauch sagen. Es kamen nämlich auch viele Fragen dazu. Wie viel verbraucht er? Ich habe nämlich eine App. Wir führen ein Buch. Ihr fährt ein Buch. Immer schon. Für alle Autos, die wir schon mal hatten. Momentan sind wir tatsächlich bei 10,9 Liter pro 100 Kilometer. Ja. Für so ein Riesenauto. Der Wahnsinn. Das ist super. Gut, man darf auch nicht vergessen, die Spritpreise sind hier etwas anders. Ja, im Prinzip interessiert uns das nicht so sehr. Ja, ja. Also der Verbrauch ist gar nicht so wichtig hier in Amerika. Ich meine, die letzte Tankfüllung voll war? Sehr lange her. Nee, wie viel? Ach so. $43, glaube ich. $40, so. Ja. Ja, 60 Liter voll getankt, Riesenauto. Ja. Wir fühlen uns sehr wohl damit und wir fühlen uns auch, und auch mit der Betreuung nach dem Kauf sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden bislang. Richtig. Ja, über die Finanzierung, wie gesagt, sprechen wir am Ende noch mal ein bisschen drüber. Ja, das kommt am Ende des Videos. Zum Thema Versicherung, das tut
weh. Ja. Also die Versicherung tat weh. Gut, für uns jetzt speziell gab es das Problem, wir hatten halt noch keine texanischen Führerscheine. Deswegen. Das heißt, man kommt mit einem ausländischen Führerschein hierher. Das sehen die halt nicht gerne. Gar nicht. Richtig, man kann nicht vorweisen, wie das Punktesystem in Deutschland. Man kann nicht vorweisen, man hat so und so lange nicht unfallfrei gefahren. Haben wir, genau, zusammengefasst sage und schreibe, 1177 Dollar haben wir bezahlt für 6 Monate. 6 Monate. Das war sogar nochmal günstig, weil wir das im Voraus bezahlt haben. Das ist ein Bonus. Und das ist der zweite Bonus. Wir haben diesen Dongle reingetan. Den habt ihr ja im letzten Vlog gesehen. Der gibt auch noch ein bisschen Rabatt. Das heißt, da werden die ganzen Fahrten entsprechend gemessen. Beschleunigung, Bremsverhalten und solche Dinge. Und der piept andauernd, wenn man zu stark bremst. Richtig. Das heißt, wir haben gelernt, um dieses Ding zu beschleunigen ordentlich, ohne dass das merkt. Es sind trotzdem 200 Dollar im Monat. Im Vergleich zu Deutschland, muss man sagen, haben wir 450, glaube ich, am Ende für ein ganzes Jahr bezahlt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn du startest. Mein Vergleich, ganz teuer. Also wir waren ja auch mal Studenten, da haben wir ganz, ganz viel bezahlt. Wir hatten mal einen Volkswagen ab und dafür hatten wir auch über 1000 Euro, glaube ich, gezahlt damals. Also das ist dann es ist immer so im Leben, ne? Ja. Wenn man arm und klein ist, dann zahlt man viel und wenn man dann später erwachsen und reich ist, dann zahlt man gar nichts mehr. Richtig. Oder wenn man auswandert, zahlt man auch. Zahlt man auch, wie ein Idiot. Ja. Man muss warten, bis man die Führerscheine kriegt und dann kriegt man einen loweren Rate und mit der Zeit kriegt man natürlich immer niedrigere Rates. Deswegen die Empfehlung, so schnell wie möglich, bevor ihr noch ein Auto habt, kümmert euch um euren Führerschein. Also wenn ihr einen Führerschein habt, das ist schon mal ein bisschen günstiger am Ende. Ja. Das System ist nämlich ein bisschen anders als in Deutschland. Wir haben ja Vollkasko und Teilkasko heißt das. Es ist viel gefächerter. Ist gefächerter, genau. Ein Katalog, man kann auswählen, was man möchte, was richtig, nicht. Man kann die Deckungssummen anpassen und entsprechend passt sich auch ganz schnell dein. Ist ein Dschungel für sich. Und es ist jederzeit kündbar. Also es ist jetzt nicht nur kündbar, wenn du das Auto verkauft hast oder wie auch immer, sondern es ist wirklich jederzeit kündbar. Jederzeit kann man anrufen, sagen, ich hätte gerne eine andere Versicherung, dann kriegt man sogar sein Geld zurück, was man schon im Voraus bezahlt hat. So viel zum Thema Versicherung. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem Thema, was euch alle bestimmt interessiert. Die Finanzierung. Wo die Fingerchen brennen. Ja. Die Finanzierung des Autos. Also nochmal, ich wiederhole mich ein bisschen. Der normale Zinssatz für Menschen ohne Credit Score ist irgendwo zwischen 19% und 22% laut einem Händler von Toyota. Ich glaube ihm, weil warum soll er lügen? Es wird schon stimmen. Für alle, die frisch eingewandert sind, die haben ja entsprechende Erfahrungen, weil sehr viele Mexikaner hier herkommen. Das haben die gesagt, genau. In Texas besonders haben sie mehr Erfahrung mit Menschen ohne Credit Score, weil wir sehr viele Einwanderer hier haben. Und die haben extra betont, es sind nicht nur arme Einwanderer, die hierher kommen. Richtig. Je mehr Anzahlung, desto weniger dann der Zinssatz. Bei uns wäre das dann ohne die Credit Score entsprechend an die 19% gewesen. Ja, das war bei Ford ganz anders, wie ihr bestimmt rausgehört habt. Die haben uns ein viel besseres Angebot gemacht. Und zwar haben wir einen Zinssatz von 7,99%. 7,99. Da waren wir natürlich baff. Ja. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Wow. Ohne eine Credit Score zu haben, das heißt für einen normalen Amerikaner, wenn er hierher kommt mit einer guten Credit Score, wäre das auch so an die 6-7%. Das ist für deutsche Verhältnisse, ich weiß, extrem viel. Unser letztes Auto war 0%. Wir hatten 0% Finanzierung davor, also von 0% auf 7,99%. Richtig, aber man darf nicht vergessen, 7,99% ist der normale Zinssatz, den ein normaler Amerikaner mit gutem Credit Score bekommen würde. Natürlich gibt es auch Sonderangebote immer mal wieder, dann gibt es für 2%, 3%, 4%, aber 7,99% ist wirklich ein Zinssatz, den Amerikaner mit Credit Score bekommen. Deswegen, als wir das gesehen haben, waren wir verkauft. Haben wir gesagt, das nehmen wir. Zu 7,99% konnte das Auto dann, wir haben es euch gesagt, es waren glaube ich 53.000 insgesamt, minus den 15.000, die wir angezahlt haben. Also zahlen wir jetzt ungefähr an die 670 Dollar. Pro Monat für 6 Jahre. Danach ist es unser? Keine Ballonfinanzierung? Genau, und jederzeit kündbar. Also das hat uns der Manager im Autohaus auch gesagt, sobald die Zinsen sinken, könnt ihr euch nochmal neu finanzieren und dann zahlt ihr natürlich weniger. Das ist hier in Amerika ohne Vorfälligkeitsentschädigung, ohne irgendwelche Strafgebühren einfach möglich. Man steigt aus einem Kredit aus, man geht in den nächsten. Das ist hier gang und gäbe. Und zusätzlich, das hast du vorhin schon mal angesprochen, in Amerika braucht man tatsächlich einen Kredit. Um die Credit Score aufzubauen. Ja. Das heißt, man kann nicht einfach eine Credit Score aufbauen, ohne dass man Kredit hat. Entsprechend ist es sehr wichtig, dass man einen Kredit aufnimmt. Es wäre sowas von falsch gedacht, als Europäer nach Amerika zu kommen und zu sagen, ich mache das ja wie in Europa, wir mögen es ja, wenn wir alles abbezahlt haben und keinen Kredit haben. Ja klar,
kannst du machen, aber dann baut sich dein Credit Score nie auf. Oder die wollen mit eurem Geld arbeiten. Ja, so, und jetzt zu der Frage, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, dass wir diesen Zinssatz bekommen? Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die hier seit 30 Jahren wohnen, und die haben gesagt, oha, wie habt ihr das gemacht? Ja. Nun, wie haben wir das gemacht? Ja, wie haben wir das gemacht? Ganz ehrlich, also eigentlich hieß es, zeigt uns mal eure Einkommensnachweise von den letzten Monaten. Die hatten wir noch aus Deutschland, die ganzen Einkommensnachweise. Also wir sind auch offen damit umgegangen, dass es ein deutsches Einkommen ist, aber wir haben alle Karten offen auf den Tisch gelegt, wir haben den Einkommensnachweise gezeigt, wir haben den, glaube ich, auch einen Kontoauszug gezeigt, wenn ich mich nicht irre, aktuellen Kontoauszug, da war das Auswanderergeld drauf, also das sah auch recht gut aus, und dann haben sie das als Einkommen eingetragen. Deklariert, ja. Das war Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, ohne das, glaube ich, wären wir nicht weitergekommen, die große Anzahlung. Wir haben auf ein 53.000 Dollar Auto 15.000 Dollar angezahlt. Das sind, weiß ich, 28% oder so. So gut, doch, so ungefähr, ja. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, ohne diese Anzahlung hätten wir tatsächlich auch nicht. Also genau, eine Vollfinanzierung hätten wir definitiv wahrscheinlich nicht bekommen. Nein, oder dann zu einem horrenden Preis. Ja, das zu 22%. 22%, genau. Für alle, die nach Amerika auswandern. Falls ihr die Möglichkeit habt, mit denen zu reden, offen zu sein, und falls ihr die Möglichkeit habt, noch Einkommensstreams zu zeigen, die ihr noch habt, die noch reinkommen, dann macht das, weil das hilft extrem viel. Es zählt nicht immer nur der Credit Score. Wir haben unsere Projekte beibehalten. Das war eine sehr taffe, sehr harte Entscheidung für uns. Da mussten wir auch vieles durchstehen in der Zeit, so dass das alles klappt. Aber es hat am Ende dazu geführt, dass wir zumindest schon mal den Kredit bekommen haben. Richtig. Bei der Vorbank. Das ist schon mal ein großer Gewinn. Zum Thema Arbeit und welche Projekte und was und was, machen wir definitiv noch ein extra Video. Aber wir wissen, ihr habt sehr oft danach gefragt. Kommt noch. Kommt noch. Kommt definitiv noch. Aber jetzt erstmal das Thema Auto. Also das war ein Vorteil. Wie gesagt, falls ihr es schafft, Einkommensstreams zu zeigen, Kontoauszüge zu zeigen aus Deutschland. Für sie ist Geld Geld. Das ist egal, ob es auf dem deutschen Konto zahlt Geld einfach ein, weil es jetzt rum, wirklich, dass ihr nachweisen könnt, ihr habt Geld. Ja. Ihr kommt auch mit einer Anzahlung. Das sieht immer gut aus. Also wirklich, sie gucken dann wirklich darauf. Also es ist nicht nur die Credit Score, es ist nicht einfach mal ein Zahlensystem, nein, sie gucken auch auf die einzelnen Werte. Ja. Und das war dann entsprechende Entscheidung. Und natürlich hatten wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen helfenden Manager am Telefon. Ich wollte gerade sagen, findet einen guten Händler. Genau, findet das einen guten Händler. Das ist eigentlich das A und O. Wenn ein Händler euch schon so diesen Standardzinssatz gibt, dann braucht ihr eigentlich gar nicht, könnt ihr weggehen. Am Ende ist am Anfang das Auto unwichtig. Es ist wichtig, dass ihr eine gute Finanzierung bekommt. Richtig, und dass ihr von jemand einen Kredit bekommt. Richtig. Der Autohändler ist ein Dienstleister, findet einen guten Dienstleister, der sich dafür einsetzt, dass ihr dann auch diese Finanzierung bekommt. Richtig, das ist weil er wichtig. Kann das. Und sie wollen das. Sie wollen euch ein Auto verkaufen, also sucht euch einen, der das auch dann gut macht. Das sind die zwei Tricks oder Tipps, die wir haben für euch, für den Autokauf, so wie wir für das die Finanzierung. Gemacht haben. Wie gesagt, uns war das Auto an sich nicht so wichtig. Uns war es wichtiger, eine gute Finanzierung zu bekommen oder eine gute Lösung für uns zu bekommen. Diese Lösung war für uns jetzt die beste. Es mögen andere sagen, nee, ich mag es in Cash kaufen, dann ist es so. Aber denkt immer bitte dran, kein Kredit in Amerika heißt kein Credit Score, was sich aufbaut. Also irgendwo müsst ihr irgendwo einen Kredit haben. Ja. Also, das war das Video zu unserem Autokauf. Wie gesagt, das kleine Mäuschen haben wir seit 6 Monaten jetzt inzwischen. Kleine Mäuschen, wir sind so glücklich mit dem Riesenbrummer. Riesenbrummer. Jemand hat gesagt, Wohnung auf Rädern. Das stimmt auch. Wir sind sehr, sehr glücklich damit. Wir sind sehr glücklich mit der Entscheidung, auch mit dem Autohaus und vor allem mit dem Kredit, den wir aufgenommen haben. Denn wir haben jetzt einen super Credit Score, auch dank dieser Finanzierung. Ja. Aber da kommen wir noch zum Thema Credit Score. Ich habe versprochen, dass wir noch ein Video machen zum Thema Credit Score. Das werden wir auch noch machen. Haltet bitte fest, wir kommen nicht hinterher. Aber auf jeden Fall kommt noch ein Video dazu. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr gute Credit Scores inzwischen. Wir sehen uns auf jeden Fall erstmal am Sonntag. Da geht es nämlich weiter mit unserem Auswanderer-Vlog. Auf jeden Fall, wir wünschen euch viel Spaß weiterhin mit unserem Vlog, mit unseren Videos. Danke, 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 danke für die viele Zustimmung, die wirklich wir bekommen. Wirklich vielen Dank für den Support. Und wie immer, falls ihr Fragen habt, auch zu diesem Video hier, falls wir was vergessen haben, einfach rein. Wir antworten immer gerne. Wir kommen zwar langsam nicht mehr hinterher, aber wir antworten immer. Wir antworten gerne. Definitiv. Wenn nicht spätestens mit einem Video. Und ansonsten würde ich sagen, schicken wir euch ganz, ganz viele sonnige Grüße aus Austin. Tschüss. Ein bisschen, ne? Das ist unser süßer Hund. Das ist Fuzzi. Das ist Fuzzi. Der hat so lange Kragen. Auch er fährt mir immer gerne mit dem Auto. Aber wie? Ja, ich weiß. Jetzt kriegst du eine Nase ab. Ja. Jetzt stinkt bestimmt deine Nase. Meine Nase stinkt jetzt. Eine Kontaktlinse. Aua.
Ja, Entschuldigung. Das ist das Problem, wenn man ein blinder Mann ist. Ja, kann man nicht. Wann hatten wir den echt Alpha 150? Im Februar. Im April musst du das. Ich dachte, du hast irgendwas falsch gemacht.